Für mich bedeutet Mut halt zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt und dich zum Beispiel irgendwie schlagen will, dass man sich zum Beispiel auch mu aus Mut auch einmal wehren darf. Also ich war jetzt schon man also ich habe schon manchmal mich gewehrt, aber früher in der Volksschule zum Beispiel hatte ich halt nie, war ich halt nie so, dass ich mich gewehrt habe. Ich habe es halt immer gelassen oder den Lehrern gesagt. Ich kann zum Beispiel gut mit Holz arbeiten. Also ich bin handwerklich sehr begabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Wahlpflichtfach den Hocker gebaut habe, zum Ausklappen, da war ich halt auch sehr genau und so. Ich kann zum Beispiel gut, also meinem Sitznachbar zum Beispiel helfen, weil er kann nicht so gut Deutsch oder ich helfe halt generell. Also ich helfe ihm zum Beispiel also wenn der Lehrer was zum Beispiel so kennenlernt, falls jemand Neues dazukommt und wir machen diese Kennenlernspiele, dann helfe ich ihm auch und erkläre ihm, ja, du musst jetzt zum Beispiel sagen, deine Lieblingsfarbe, dein Alter, deinen Namen und dein Lieblingsessen zum Beispiel. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jemandem helfe, dann fühle ich mich halt sehr hilfsbereit. Und wenn mir jemand zum Beispiel hilft, dann finde ich es halt auch cool, dass mir jemand hilft. Mich macht glücklich, dass ich zum Beispiel mit meiner Mutter zum Beispiel irgendwas spiele oder dass ich irgendwas mit meinem Opa in unserem Keller mache oder mit Holz generell auch arbeite. Also von meiner Klasse her zum Beispiel netter sein und weil die schlagen sich auch oft oder machen irgendwas kaputt in der Klasse.